Heute erzähle ich euch etwas zum Thema Sattelakne, denn ich habe ja die Erfahrung mit Siva gemacht, dass Sattelakne eben etwas ist, was ein Pferd doch schon relativ belasten kann. Und ich habe das bei Siva Gott sei Dank gut in den Griff bekommen und ich habe gemerkt, dass wenn ich das Thema mal anspreche, dass ganz viele gar nicht wissen, was es ist. Und deswegen möchte ich euch heute in dem Video mal erklären, was es ist, wie wir damit umgegangen sind und wie man dem Ganzen vorbeugen kann. Sattelakne an sich sind verstopfte Talgdrüsen, die eben in der Sattellage sind, sonst würde es ja nicht Sattelakne heißen. Und die können von so kleinen, wie so Mini-Pickelchen bis hin zu wirklich so größeren Placken sein, die dann eben verstopft sind. Und das kann fürs Pferd, also ganz viele sagen, ja, das tut nicht so weh, außer man drückt drauf. So, ja, aber gerade weil es in der Sattellage ist, sitzt man ja auch eben auf seinem Sattel, man hat überhaupt einen Sattel drauf. Und das bedeutet dann meistens, dass das fürs Pferd doch relativ unangenehm werden kann. Ich zum Beispiel habe bei Siva die Erfahrung gemacht, dass die absolut sensibel war in dem Bereich. Die fand das ganz schrecklich und hat da echt richtig drunter gelitten. Ich habe es eben, wie gesagt, mit dieser Sattelakne auch gekauft. Habe dann den Winter damit zugebracht, das zu behandeln. Richtig losgeworden sind wir sie dann erst im Sommer. Und das haben wir hauptsächlich eben durch Luft, Sonne, keine Decken, viel, viel Pflege und Hygiene erreicht. Und ich kann, wie gesagt, aus eigener Erfahrung sprechen, das ist fürs Pferd wirklich nicht angenehm. Also ich glaube, dass jeder, der mal irgendwie Pickel gehabt hat, die sich unterschwellig irgendwie entzündet hatten oder so, der weiß, wie weh das tun kann. Und so geht es den Pferden halt auch. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man da eben gegen angeht, auch wenn es nicht so was Schlimmes ist, in Anführungsstrichen wie eine Kolik oder so. Trotzdem ist es etwas, was für das Pferd sehr unangenehm werden kann und deswegen sollte man da auf jeden Fall gegen angehen. Behandelt habe ich das bei Siva eben, wie schon gesagt, mit viel Hygiene. Gerade wenn man geritten ist, der Schweiß, der verstopft die Talgdrüsen, der Fellwechsel. Gerade in dem Bereich jetzt im Winter, wenn man die Pferde irgendwie geschoren hat, deswegen ist es auch unfassbar wichtig, dass man eben in der Sattellage das stehen lässt, weil sonst entsteht dort Reibung und dann, dann scheuert das quasi noch mehr. Und ich muss zusätzlich sagen, dass ich ganz viele Sachen verändert habe. Sie hat eine mattes Lammfellschabracke gekriegt, wo in der Sattellage Lammfell drunter ist. Dann hat sie zusätzlich noch von mir einen anderen Sattel bekommen, der komplett auf sie angepasst war. Und zusätzlich eben nach jedem Reiten, auch im Winter, mit dem Schwamm den Schweiß runtergewischt. Man kann das Ganze auch mit Teebaumöl behandeln. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht, weil das habe ich nicht als nötig erachtet, weil der Rest funktioniert hat. Aber das ist auch etwas, was sehr, sehr gut helfen soll. Oder Franzbranntwein soll auch sehr gut helfen. Da ist nur die Frage, ob das Pferd das so angenehm findet, weil das ja so einen kühlenden Hitzeeffekt hat. Franzbranntwein kenne ich aus anderen, also als anderes Hilfswerkzeug, zum Beispiel für die Beine oder so. Aber das ist so das, was ich hauptsächlich gemacht habe und dann eben auch viel, viel, viel Massagestriegel angewandt, um einfach da so ein bisschen die abgestorbenen Hautzellen abzutragen, totes Fell rauszuholen und zusätzlich halt eben auch allgemein die Blutzirkulation anzuregen und dadurch da so ein bisschen Schwung in den Rücken wieder zu kriegen. Vorbeugen kann man dementsprechend natürlich auch gerade sagen, dass Hygiene und eben auch dieser Massagestriegel wirklich Wunder wirken. Ich habe diesen Gummistriegel, mit dem kann man sowohl mit Wasser, wenn man das im Sommer zum Waschen nutzt, als eben auch im Winter einfach nur oder auch normal im Sommer zum normal Putzen vorm Reiten. Das heißt, ich versuche auch schon immer vorm Reiten den Rücken quasi komplett von allem, also es sollte ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber dass man da genau, also wirklich sehr penibel darauf achtet, dass man den Rücken sehr, 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 sehr ordentlich sauber hat, dass man mit sauberen Schabracken reitet, dass man vielleicht die Schabracken mal ein bisschen mehr wäscht als sonst. Also das macht ja jeder anders, aber ich zum Beispiel wasche meine Schabracken spätestens nach dem dritten Mal reiten, wenn wir jetzt nur Schrittausritte gemacht haben und die Schabracke nicht nass geworden ist, dann nutze ich sie auch mal 3-4 Mal, aber wenn das Pferd wirklich gearbeitet worden ist, dann mache ich es eigentlich immer so, dass die nach spätestens 3 Mal reiten, wird sie gewaschen, weil ich selber ziehe meine T-Shirts nach dem Reiten, in denen ich geschwitzt habe, ja auch nicht 500 Mal an, sondern die wasche ich dann eben auch regelmäßig. Und nach dem Reiten eben, wie gesagt, immer darauf achten, dass die Sattellage sauber ist, dass man eben gerade in der Deckenzeit vermehrt darauf achtet, dass doch auch nochmal Luft an den Rücken kommt, wenn man die Möglichkeit hat, ein Solarium zu nutzen, dass man das Solarium nutzt. Und bei uns ist es dann so gewesen, dass gerade der Sommer, schöner warmer Sommer, uns natürlich extrem viel geholfen hat, weil ich in der Zeit dann ziemlich viel geduscht habe.
ihr den Rücken sauber gemacht habe, sie an der Luft trocknen konnte. Sie hat die Sonneneinstrahlung auf dem Rücken gehabt, sie hat keine Decke auf dem Rücken gehabt. Ich habe dann in der Zeit, wo die Sattelakne doller war, bin ich sie sogar gar nicht geritten. Als es dann weniger geworden ist, habe ich jeden Tag eine frische Schabracke drauf gehabt. Da muss man allerdings auch aufpassen, dass man nicht zu aggressives Waschmittel nimmt. Jeder wäscht seine Schabracken ja anders, manche per Hand, manche in der Waschmaschine. Und ich habe ein ganz, ganz weiches, gutes, sanftes Waschmittel, was ich dafür nutze. Gerade wenn man eben Lammfellschabracken hat, muss man ja ein Lammfellwaschmittel nehmen. Und vor allem auch, dass man darauf achtet, dass man wenig Waschmittel nimmt. Weil wer seine Schabracken mit zu viel Waschmittel oder vielleicht auch mit aggressivem Waschmittel wäscht, der kann sogar Sattelakne plötzlich hervorrufen damit. Das heißt, da muss man auch ganz, ganz, ganz genau drauf achten. Und ansonsten ist das Einzige, was man eigentlich wirklich machen kann, ist die Zirkulation anregen. Und ich habe jetzt von einigen noch gehört, dass man Zugsalbe nehmen kann. Das habe ich persönlich jetzt noch nicht probiert, weil auch das habe ich bisher nicht irgendwie für nötig erachtet. Aber das ist etwas, was eigentlich angeblich auch sehr gut helfen soll. Und ansonsten eben Hygiene, sauber halten alles und auf eine sehr ausreichende Pflege in der Putzroutine achten.